Im Winter habe ich hier in Westnorwegen schon einige Meerforellen gefangen. Sie gingen beim Spinnfischen auf andere Räuber an die Köder. Sogar auf den Needlestick. Das Video dazu habe ich ja schon gepostet. Bis vor kurzem habe ich alle wieder zurückgesetzt, da ich dachte, sie wären selten und sie würden nicht schmecken. Außerdem waren sie alle recht klein. Jedenfalls im Vergleich zu dieser Meerforelle aus dem Rhein, welche ich in meiner Jugend gefangen hatte. In den letzten Wochen hat mich die Fischerei auf Meerforellen dann doch etwas mehr begeistert. Denn sie sind sehr pfiffig, nicht einfach zu überlisten, aber vor allem für mich völlig unerwartet, sie schmecken hier in Norwegen unglaublich lecker. Gezieltes Meerforellenangeln geht wohl mit Durchlaufblinker. So haben es jedenfalls viele Experten im Internet geschrieben. Und so versuchte ich es dann auch. Noch ein Beifänger dazu? Mal schauen. Ab und zu ging dann auch wirklich eine Meerforelle an diese Durchlaufblinker dran, allerdings waren sie doch noch kleiner als die bisher gekannten auf andere Köder. Für meinen Geschmack zu klein zu mitnehmen, obwohl das Mindestmaß hier in Norwegen nur 30 cm beträgt und auch diese Forelle sicherlich maßig gewesen wäre. Auch wenn ich gezielt immer wieder spezielle Meerforellenköder geworfen habe, mehr und größere Forellen habe ich dann doch mit dem Needlestick als Beifang gehabt. Hier der Mini-Needlestick, den hat man ja schon in meinem Video mit Unterwasserkamera gesehen. Der läuft sehr schön, ist aus Holz gebastelt, aber ist halt extrem viel Aufwand. Ziemlich eigenschwer. Und gebastelt habe ich hier noch einen kleineren, beziehungsweise eher dünneren, längeren Needlestick 3D, also mit Chassis aus dem 3D-Drucker. Der ist aber wiederum ein bisschen arg leicht. Hat aber schon eine Meerforelle gefangen. Man sagte mir, dass es an der Farbe Pink liegt und natürlich das vermeintliche Sand-Eel-Sandaal-Profil, wobei der Needlestick natürlich einem Needlefisch nachempfunden ist, also einem Hornhecht. Aber lang und schlank ist halt für Fische, die kein Riesenmaul haben, immer eine gute Sache oder eine lukrative Beute, da man eine lange und schlanke Beute halt irgendwie überall immer erwischen kann. Ja, hier scheint tatsächlich auch Meerforellen zu sein im ganz flachen Wasser. Bin mal gespannt, ob ich einen erwische. Leider sind die hier in Norwegen, die ich bisher gefangen habe, nicht sonderlich groß, so bis 50 cm. Vielleicht muss man einfach mal den Bestand ein bisschen ausmisten, weil von den kleinen, so 30 cm, gibt es wirklich jede Menge. Ja, trotz seiner gerade mal 15 Gramm fliegt der Köder extrem weit. Das liegt vermutlich an dieser extremen Pencilform auch. Ah, da mal schon. Ist er. Ich habe die behängt und hoffe, es ist kein Pollack, weil die springt nicht. Meerforellen springen ja doch meistens. Ah, Pollack. Nee. Meerforelle. Schwuppdiwupp. So schnell geht das. Ja, Forellchen. Sie blutet halt leicht oder stark. Das hat keinen Zweck. In Norwegen haben die Meerforellen ein Mindestmaß von 30 cm nur. Und von diesen kleinen gibt es wirklich jede Menge. Komm mal, Mr. Pinky. Ja, die Szene mit dem Wecker kennt man schon aus einigen anderen Videos. Ich stehe also nicht den ganzen Tag am Wasser, sondern stelle mir meistens den Wecker auf 1,5–2 Stunden und dann muss man auch vielleicht noch andere Dinge im Leben machen. Aber das Klingeln scheint wohl Fische anzuziehen. Ui! Ja, ein guter Fisch im Stopp! Nicht, dass die. Also, Mr. Pinky ist es auf jeden Fall, oder ist ein blöder Pollack? Selber gespannt, was ist.
Nee, ist wieder eine Meerfuhr. Gehakt, daher. Mal gucken, ob wir die befreien können. Na komm, das schaffst du schon, oder? Mal gucken. Und hopp. Hui. Falsche Richtung. Eieiei. Jetzt ist sie doch tatsächlich an Land geflüchtet. Komm schon. Da ist etwas aus dem Häuschen. Diese Forelle durfte jedoch in mein Häuschen. 35 bis 40 cm, die ideale Größe für den Mittagstisch, eine Person. Mit dem Needlestick und eben den Stellen zu der richtigen Zeit ist es hier kein Problem, innerhalb von einer Stunde zwei, drei Stück zu fangen. Und die sollte man auch mitnehmen, weil die sind extrem lecker. Das habe ich erst jetzt kürzlich vor 2 Wochen festgestellt. Ich habe bisher, wie gesagt, alle Meerforellen zurückgesetzt, bis ich einmal mitnehmen musste aufgrund Verletzung. Und ja, schaut es euch gleich an, das Fleisch. Das ist übrigens der Mageninhalt aus dieser Forelle, die ja nicht allzu groß war, 35 cm. Ich kann sie nicht genau identifizieren, so von dem Maul her würde ich sagen, es geht in Richtung Pollack. Kann aber auch ein Bodenfisch sein, den ich noch nicht identifiziert habe, scheint 2 Rückenflossen zu haben. Jedenfalls so klein sind die Fische, die sie gefressen hat. Gebissen hat sie dann zum Größenvergleich auf diesen Köder, der es unbedingt noch sein musste. Das zeigt, was für eine Verlockung darin liegt, da der Bauch eben eigentlich schon ganz nett gefüllt war. So, aufgeschnitten, ausgenommen. Und das Fleisch ist ja lachsrot oder lachsfarben, eben orange, rosa, rot. Wie ich das eigentlich nur von Zuchtforellen kannte. Aber die sind ja meistens, denke ich mal, eher mit künstlichen Farbstoffen noch zusätzlich gefüttert. Und hier ist das Fleisch wirklich lachsfarben. Schmeckt auch so, also unglaublich lecker, hätte ich nie erwartet. Ich habe eben Forellengeschmack erwartet und Forelle ist eigentlich nicht so meins. Aber das ist eine ganz andere Liga und daher, da es diese Fische ohnehin in Massen hier gibt, empfehle ich auch, sie mitzunehmen. Wie gesagt, Westnorwegen. Ich weiß nicht, ob es in anderen Regionen anders ist, aber hier ist das ein Fisch, der sehr häufig an der Küste vorkommt. Nur eben der Fang ist recht schwierig. Wie der Fang geht, das kann ich jetzt eigentlich jedem zeigen, der mir hier vorbeigeht. Die Zubereitung ist ja auch ganz einfach. Im Prinzip nur salzen. Innen und außen. Das Ganze schön einreiben. Dann kann man dazu noch ein paar Fischkräuter mit innen reingeben. Das ist jetzt hier eine vorbereitete Mischung schon. Das kann dann schön innen mit reinziehen. Da holt man sich eine Alufolie. Den Fisch locker einschlagen. Und dann kommt er einfach nur 20 Minuten etwa bei 160 Grad in den Ofen. Unglaublich lecker. Gerade wenn man hier in Norwegen ist und ansonsten die eher geschmacksneutralen Fischstäbchenfische isst, eben die dorschartigen, ist sowas eine richtige Abwechslung. Mich würde interessieren, ob die Meerforellen bei euch in Deutschland auch so ein extrem lachsfarbenes Fleisch haben oder ob es sich hier in Norwegen um eine endemische Art handelt. Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare.